Das anormale magnetische Moment des Muons. Was zur Hölle ist das und warum reden überhaupt alle darüber? Und was genau vor kurzem in den Fermi Labs in den USA entdeckt wurde? Heute versuche ich dir das zu erklären. Aber zuerst ein bisschen russische Musik. Schadet niemandem, oder? Hallo, hier ist Michel Meschko. Vor ein paar Wochen gab es übertrieben viele populärwissenschaftliche Artikel, die uns über eine neue, bahnbrechende Entdeckung in Teilchenphysik informiert haben. Und zwar über die Entdeckung des anormalen magnetischen Moments des Muons. Um zu verstehen, was das wirklich bedeutet und ob diese Entdeckung wirklich bahnbrechend ist, muss man nur drei Dinge verstehen. Was ist das Muon? Was ist das magnetische Moment? Und warum ist dieser magnetische Moment nicht normal wie alle anderen magnetischen Momente, die wir alle zu Hause haben? Okay, wir fangen der Reihe nach an. Das Muon ist ein fetter und instabiler Onkel des Elektrons. Jeder von uns hat so jemanden in der Familie, oder? Das Muon hat genau dieselbe elektrische Ladung wie das Elektron, aber ist ungefähr 200 mal schwerer. Für das Muon wird der Mu-Buchstaben verwendet mit einem Minus, da Muon negativ geladen ist. Muon ist ein Elementarteilchen, das heißt, es besteht nicht aus anderen Teilchen wie Protonen und Neutronen aus Quarks bestehen zum Beispiel. Es ist trotzdem instabil. Das heißt, er lebt nur ungefähr 2 Mikrosekunden und zerfällt danach in ein Elektron und ein paar Neutrinos. Neutrino und Antineutrino. 2 Mikrosekunden scheint sehr gut zu sein. Das ist in der Tat 2 Millionstel von einer Sekunde. Das ist aber schon genug Zeit, um etwas Cooles mit Muon machen zu können. Und da Muons in den Fermilabs fast bis Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden, leben sie wegen relativistischer Zeitdilation noch länger. Ungefähr 60 Mikrosekunden, was noch mehr Zeit gibt, um Muone zu studieren. Die Muonen sind natürlich ein Stückchen exotischer als die ganz normalen Teilchen wie Elektronen zum Beispiel, doch so exotisch sind sie nicht. Jede Minute ungefähr 10.000 Muonen erreichen jeden Quadratmeter der Erdoberfläche. Die Protonen aus der kosmischen Strahlung reagieren mit Kernen verschiedener Moleküle in der Atmosphäre und am Ende dieser Reaktion werden Muonen erzeugt. Diese Muonen wurden 1936 vom Carl Anderson detektiert, also von demselben Physiker, der 4 Jahre früher das Positron entdeckt hat. Darüber haben wir schon im letzten Video gesprochen. Und auch dieselbe Teilchenreaktion wie in der Atmosphäre wird in den Fermilabs verwendet, um Muonen zu erzeugen. Und heutzutage verwendet man Muonen im ganz normalen Leben sozusagen. Es gibt die sogenannte Muonen-Spinspektroskopie. Als Muonen viel schwerer als Elektronen sind, können sie auch viel tiefer in die Materie eindringen. Deswegen kann man mit Hilfe von Muonen mehr Informationen über das Innere eines Kristalls herausfinden, zum Beispiel. Ich persönlich habe nichts mit Teilchenphysik zu tun und trotzdem kooperiere ich mit Festkörperphysikern, die Muonen-Spinspektroskopie jeden Tag verwenden. Okay, was ist das magnetische Moment? Sowohl Elektronen als auch Muonen und viele andere Teilchen interagieren mit dem magnetischen Feld. Das heißt, sie benehmen sich wie kleine Magneten. Die Stärke dieses Magnets heißt das magnetische Moment. Laut der Quantenmechanik und der speziellen Relativitätstheorie muss das magnetische Moment sowohl des Elektrons als auch des Muons genau ein Borsches Magneton sein. In der Zwischenzeit haben Leute aber herausgefunden, dass sich die Natur nicht immer so einfach erklären lässt und auch die Größe des magnetischen Moments manchmal von einem Borschen Magneton abweichen kann. Und das ist das, was wir anormales magnetisches Moment nennen. Wenn seine Größe anders ist, als sie laut der Quantenmechanik und der speziellen Relativitätstheorie sein sollte. Und jetzt vor kurzem wurde es herausgefunden, dass das Muon ein anormales magnetisches Moment hat. Ist das wirklich so überraschend? Bedeutet das, es gibt neue unerwartete Physikphänomene außerhalb des Standardmodells der Teilchenphysik, dunkle Materie, Supersymmetrie und solche Sachen. Es gibt einige wichtige Aspekte hier. Erstens, der Fakt, dass das Muon ein anormales magnetisches Moment hat, ist überhaupt nicht überraschend. Was überraschend ist, ist, wie groß dieses anormale Moment ist. Ich erkläre dir, was ich meine. Schon 1948 hat Polycarp Kusch, ein deutscher Physiker, der zurzeit in den USA wohnte, demonstriert, dass das Elektron ein anormales magnetisches Moment hat. Die Diskrepanz war nur 0,1%. Aber das war ein riesiger Durchbruch für die ganze Physik. Das gemeinsam mit der sogenannten Lamp-Verschiebung, der winzigen Energiedifferenz zwischen 2s und 2p-Zuständen im Wasserstoffatom, die es laut Quantenmechanik
nicht geben sollte, hat damals, also vor 70 Jahren, angedeutet, dass Quantenmechanik nicht reicht, um unsere Realität zu beschreiben. Wir brauchten eine neue Theorie, um diese Effekte beschreiben zu können, und diese Theorie heißt Quantenelektrodynamik. Für diese Theorie wurde auch ein Nobelpreis an Tomonaga, Schwinger und Feynman verliehen. Freeman Dyson, der auch daran teilgenommen hat, hat leider nie einen Nobelpreis bekommen. Andererseits hatte Dyson auch keinen Doktortitel, was Feynman wirklich neidisch machte. Das ist aber eine andere Geschichte. Vor 70 Jahren hat also diese winzige Diskrepanz im magnetischen Moment des Elektrons eine riesige Revolution in der Quantenphysik gestartet. Und was wir heutzutage mit Muons und deren magnetischen Momenten beobachten, erinnert mich ein bisschen daran. Für das Elektron wissen wir heutzutage sehr genau, wie man das magnetische Moment berechnen muss. Die Quantenelektrodynamik ist in der Zwischenzeit eine sehr etablierte Theorie geworden. Sie ist vielleicht die Theorie, die in der Zwischenzeit am besten getestet wurde. Und überhaupt alles stimmt mit dem Experiment überein. Mit Muonen ist es ein bisschen komplizierter. Natürlich sind die Quantenmechanik und Quantenelektrodynamik extrem wichtig, um das anomale magnetische Moment zu berechnen, aber dazu gibt es auch andere Beiträge wegen schwachen Wechselwirkungen, virtuellen Anregungen von schwereren Partikeln und so weiter. Diese Beiträge sind für Elektronen vernachlässigbar, da Elektronen viel leichter als Muonen sind. Und das Problem ist, dass diese alle anderen Beiträge, die ich hier mit SM, mit Standardmodell der Teilchenphysik bezeichnet habe, können wir auch ziemlich gut berechnen. Man kann vielleicht sagen, dass das Standardmodell der Teilchenphysik sich in der ähnlichen Krise befindet wie die Quantenmechanik in den 50er Jahren. Und jetzt, was genau im Experiment gemessen wurde. Sehr grob gesagt, man misst, wie die Muonen mit dem magnetischen Feld interagieren und dadurch kann man die Größe des magnetischen Moments feststellen. Das ist natürlich extrem kompliziert. Dafür muss man zum Beispiel auch die Stärke des magnetischen Felds, des Magnets, extrem genau messen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Diskrepanz zwischen Experiment und Theorie wurde erst 2001, also vor 20 Jahren, beobachtet. Damals war es im Brookhaven National Labs in den USA in New York und die Diskrepanz war 2,7 Sigma. Das heißt 2,7 Standardabweichungen. Was bedeutet das? Stell dir vor, du und dein Freund Wladimir möchten die Längen eurer Autos miteinander vergleichen. Es fällt euch ziemlich schwer, die Länge des Autos sehr genau zu messen. Du sagst, dein Auto ist 3 plus minus 1 Meter lang und Wladimir sagt, sein Auto ist 5 plus minus 3 Meter lang. Welches Auto ist länger? So gesagt ist es schwer zu sagen. Vielleicht ist dein Auto 4 Meter lang und Wladimirs nur 2 Meter lang. Da die Abweichung, diese plus minus 1 oder plus minus 3, im Vergleich zum Unterschied ziemlich groß ist. Und diese Abweichung ist ungefähr die Sigma. Also um die Diskrepanz zwischen der Theorie und dem Experiment feststellen zu können, muss die Distanz dazwischen viel größer als die Breite der Verteilung sein. Was bedeutet viel größer? In Teilchenphysik sagt man, dass eine 5 Sigma Diskrepanz genügt, um etwas eine echte Entdeckung nennen zu dürfen. Diese Regel ist in der Tat super streng. Sie erlaubt nur eine Chance der Falschmeldung pro 3,5 Millionen. Also die Wahrscheinlichkeit der Falschmeldung ist ungefähr 0,00003%, was extrem gering ist. Das ist das Kriterium, das zum Beispiel für die Entdeckung des Higgs-Bosons verwendet wurde. In der Zwischenzeit, bis 2020, haben die Theoretiker die Theorien verbessert und sogar eine größere Diskrepanz gefunden von 3,7 Sigma, was schon ein bisschen näher zu 5 Sigma ist. Es blieb aber immer diese Frage in der Luft, ob etwas mit diesem Experiment vor 20 Jahren nicht so genau war. Und das ist genau der Grund, warum dieses neue Experiment in den Fermi Labs in Chicago gemacht wurde. Zu diesem Zweck haben sie das ganze riesige Magnet von New York, von Brookhaven Labs, bis Chicago transportiert. Wahnsinn. Das neue Experiment hat 4-mal bessere Präzision im Vergleich zum alten. Nachdem sie alle Daten sehr vorsichtig analysiert haben, also von den beiden Experimenten, haben sie die Diskrepanz von 4,2 Sigma festgestellt. Was noch weniger als die offizielle Grenze von 5 Sigma ist, doch nur eine Chance der Falschmeldung pro ungefähr 40.000 erlaubt. Reiner Zufall? Das ist die Wahrscheinlichkeit des reinen Zufalls. Das bedeutet, mit Höchstwahrscheinlichkeit gibt es etwas, was wir noch nicht mit Hilfe des Standardmodells erklären können. Sie nennen das First Results, also die ersten Ergebnisse, da es mehr experimentelle
Daten gibt, die noch analysiert werden. Und vielleicht überschreiten dann die Ergebnisse die offizielle 5-Sigma-Grenze. Die heutigen Ergebnisse sind aber auch schon extrem überzeugend. Und jetzt, was ich davon halte. Das ist natürlich ein super Erfolg und ich bewundere die Menschen, die solche komplizierten Experimente machen. Ich habe aber etwas gemischte Gefühle. Einerseits sind solche Experimente extrem spannend und begeisternd, dass sie so kompliziert und deswegen so selten sind. Andererseits ist es auch ziemlich traurig, dass solche Experimente so selten sind. Innerhalb Tagen und Wochen nach diesem Experiment wurden hunderte theoretische Artikel veröffentlicht, die dieses Experiment zu erklären versuchen. Das Problem ist, dass angenommen dieses Resultat stimmt und man kann das magnetische Moment des Muons mit Hilfe des Standardmodells der Teilchenphysik nicht erklären. Höchstwahrscheinlich ist das der Fall. Trotzdem ist es quasi ein einziger experimenteller Punkt. Und es kann viele Theorien geben, die diesen einzigen Punkt erklären können. Und um die eine richtige Theorie auswählen zu können, braucht man mehr experimentelle Punkte, also mehr experimentelle Ergebnisse, die mit Theorien übereinstimmen oder nicht. Ich persönlich bin super froh, mit solchen Experimentatoren arbeiten zu dürfen, die jede Woche neue experimentelle Daten bekommen und innerhalb einer Woche meine Theorien entweder bestätigen oder widerlegen können. Es gibt übrigens auch Experimente in meinem Bereich der Physik mit Atomen und Molekülen, die nach Physik außerhalb des Standardmodells der Teilchenphysik suchen. Diese Experimente sind viel kleiner, also von 5 bis 10 Leuten gemacht und viel, viel billiger. Sie sind auch super spannend, dazu soll ich aber ein anderes Video drehen. Ein Maestro wohnt unter mir, kannst du diese Musik hören?